Das Böse kehrt zurück. Herzlich willkommen auf dem Kanal von BisoZimt. Es freut mich, dass ihr heute eingeschaltet habt zu dem neuen DLC, zu dem ersten DLC von Dungeons 4, The Good, The Bad and The Evil. Natürlich ist es eine Weile her, dass wir das letzte Mal Dungeons 4 gespielt haben. Das heißt, ich werde mich erst wieder reinfinden müssen. Aber heute am 8. August ist es erschienen, 2024. Und ich freue mich, mit euch einzusteigen. Auf geht's, gucken wir uns die Missionen an. Spiel mir das Lied vom Schnodderling. Die Zwergenkönigin Brünnhild hatte die Siegesfeier des alkoholisierten Bösen ausgenutzt, um den Rat der Schnodderlinge anzugreifen. Wie kann sie es wagen? Das ist ja wohl das allerletzte. Überhaupt nicht schön. Meine Güte. Wir haben drei weitere Herausforderungen, die wir erfüllen dürfen. Das ist einmal Spiel mir das Lied vom Schnodderling. Dann haben wir Der letzte Halt und zu guter Letzt Brünni the Kid. Beim ersten sollen wir das Spiel einfach bloß absolvieren. Das kennen wir schon aus der normalen Kampagne. Vernichte alle Bahnhöfe in Spiel mir das Lied vom Schnodderling. Und zu guter Letzt Spiel mir das Lied vom Schnodderling. Alle Brünni-Quests sollen erfolgreich abgeschlossen werden. Das werden wir wohl schaffen und ich freue mich drauf. Außerdem bekommen wir auch eine freischaltbare Fähigkeit, nämlich magisches Nachfüllpack. Ladungen von Fallen werden automatisch aufgefüllt. Alle benötigten Dinge teleportieren sich direkt zur Falle. Das klingt richtig interessant. Errichtet mindestens 6 der 9 Western-Fallen, dann wird das Ganze freigeschaltet. Uha! Das könnten wir dann auch direkt nutzen in den nächsten Missionen. Klingt toll. Machen wir. Vielen lieben Dank. Auf geht's. Ach so, ja, wir müssen noch weitere Perks festsetzen. Das bedeutet, wir bekommen weitere Fähigkeiten, die natürlich das Spiel nochmal ein bisschen vereinfachen. Und wir dürfen sagen, was genau wir eigentlich nutzen. Das nehmen wir mal raus. Das wäre nämlich für die Untoten. Die würde ich hier ungern verwenden wollen, wenn dann doch eher die Orks. Aha. Ihr startet mit 3 zusätzlichen Schnodderlingen. Nee. Alle Forschungen der Horde kosten 15% weniger Gold und Bösartigkeit. Das ist schon sehr viel wert. Alle Forschungen der Dämonen kosten 15% weniger Gold und Bösartigkeit. Und die Goldkosten von Fallen und Türen sind um 50% reduziert. Der Schaden von Fallen ist 50% erhöht. Die Lebenspunkte von Türen sind 50% erhöht. Ich bin gespannt, ob wir es einigermaßen hinkriegen. Wir werden im Western-Style bei Talia starten. Sie hat auch einen wunderschönen kleinen Cowboy-Hut auf. Sieht trotzdem so ein bisschen aus wie Sailor Moon, dank dem Stern, den sie hier als Stab trägt. Aber ich glaube, es soll einen Sheriff-Stern darstellen. Wir fangen einfach mal an und gucken mal, was uns erwartet. Talia und das feiernde Böse hatten nach dem Ende des fabulösen Hauptspiels eine epische Siegesfeier abgehalten. Doch folgte auf eine Nacht der Ausgelassenheit das böse Erwachen. Unser Erwachen? Brünnhild, die schon im Hauptspiel nervende Zwergenkönigin, hatte die allgemeine Unachtsamkeit ausgenutzt, um den Rat der Schnodderlinge zu entführen. Da dieser Rat für Dungeon 5 noch gebraucht wird, schreitet eine übellaunige, weil restlos verkaterte Talia to the rescue. Aber ohne Cowboy-Hut. Das geht nicht. Also, wir schreiten zur Rettung. Es wird wahrscheinlich nicht einfach. Oi, habt ihr mich vermisst? Endlich mal ein Zwergen-DLC für Dungeons. Das hat es wirklich gebraucht. So, als erstes müssen diese komischen Rogenschnodderlinge abtransportiert werden. Und dann... Brünnhild und das die Helden spielende Bö... Moment mal, irgendwas läuft doch hier falsch. Spielbare Helden? Was ist denn das wieder für ein Blödsinn? Oi, aber ich dachte... Ja, da beginnen schon die Probleme, wenn du versuchst zu denken. Du entführst diese Schnodderlinge, weil du die Antagonistin bist. Oi, Gemeinheit! Alles wird doch besser mit Zwergen. Na egal, dann packt mal diese Robenbübchen ein und dann Abflug. Leinen los und Volldampf voraus! Während Talia und das alkoholisierte Böse noch mit den Nachwehen ihrer Siegesfeier beschäftigt waren, hatte Brünnhild die Gelegenheit ergriffen und den Rat der Schnodderlinge entführt. Doch Talia... Talia? Hey, aufwachen! Was? Was ist los? Hat Dungeons 4 irgendwelche Preise gewonnen oder warum stört man mich? Der Rat der Schnodderlinge wurde von Zwergen entführt und du musst sie aufhalten. Rat der Schnodderlinge? Wir waren doch nicht mal sicher, ob die überhaupt auf unserer Seite sind. Aber egal. Details waren noch nie meine Stärke. Vorwärts, Kreaturen! Katerstimmung abschütteln und auf ins Gefecht!
schnappt euch die Zwerge und macht Kleinholz aus ihnen. Kleinholz, versteht ihr? Weil Zwerge ja schon klein sind. Ja, ganz toller Wortwitz. So, wir beginnen erstmal damit, hier so ein bisschen was auszuhöhlen, um dann auch für Kreaturen Plätze bereitzustellen, in denen sie schlafen können. Das wäre schon ganz gut. Dann möchte ich auch noch eine Höhle für Gubbel-Gubbels haben, sprich für Hühnchen. Kann man nie genug haben. Und natürlich auch nochmal für die Werkstatt ein bisschen Platz, sodass wir vieles mit unterbringen können. Und das sieht interessant aus. Das machen wir erstmal bloß bis hierhin, denn das können wir eigentlich nicht abhacken, ne? Nee, da ist eine Spitzhacke, die dementsprechend durchgestrichen ist. Außerdem müssen wir forschen. Forschungen durchführen, wie zum Beispiel die Gubbel-Gubbel-Farm an sich. Wir brauchen die Horde, die uns natürlich beschützen soll. Und demnächst wird noch das Versteck erforscht, sodass wir dann auch Plätze haben, bei denen die Leute dann auch schlafen dürfen. Das ist wichtig. Und vor allem wird es auch wichtig sein, dass sie was zu essen bekommen. Deswegen schneller ausgraben, meine Lieben. Ich sammle das Gold ein, ihr könnt euch um den Rest kümmern. Ihr habt einen neuen Bereich im Dungeon aufgedeckt. Das auch noch. Wo? Da oben. Mit Lava. Ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht besonders gesund ist für unsere Schnodderlinge, wenn die da in der Lava rumtanzen. Aber gut, da müssen sie durch als Lurch, wenn sie ein Schnodderling sein wollen. So, alles erstmal ablegen, dass wir es gleich nutzen können. Und wir forschen jetzt erst einmal das Versteck, den Ork und die Naga. Sodass wir kämpfen können und gleichzeitig schon ein bisschen Verteidigung haben. Beziehungsweise Heilung durch die Naga. Das ist schon ganz praktisch. Vielleicht werden wir uns auch irgendwann den Untoten widmen, aber ich glaube, jetzt aktuell reicht es erstmal, wenn wir die Orks mit dabei haben. Unsere Horde. Ja, mit dem Gold. Ihr braucht es nicht abtransportieren, das mache ich. Ihr sollt bloß alles freihacken. Dankeschön. Ja, am Anfang von Dungeons 4 wusste ich nicht, dass ich das Gold auch aufheben kann. Deswegen hat es sich ein bisschen gezogen, bis ich dann soweit war, das zu wissen. Einfach gedrückt halten. Die linke Maustaste schon hebt man es auf. Mit Rechtsklick bzw. rechts gedrückt halten legt man es wieder ab. Und das mache ich dann meistens gleich in die Schatzkammer, damit es dann zählt und wir wieder neue Dinge bauen können. So wie jetzt. Wir bauen als erstes das Versteck auf, sodass die Leute schon mal einen Platz haben, wo sie schlafen können. Und dann werden wir auch schon die ersten Kreaturen rekrutieren, sodass wir die Möglichkeit haben, uns zu verteidigen, sollten wir angegriffen werden. Was wir auf jeden Fall mit erforschen sollten, auch demnächst schon erforschen sollten, ist dann Fallen und... Ich habe noch irgendwas Neues gelesen. Erstmal die Werkstatt müssen wir noch freischalten. Und dann haben wir Fallen. Fallentüren. Was ist das? Die Wachstube. Türen sind eigentlich auch ganz praktisch. Muss bloß erstmal gucken. Guck mal, Westernfallen. Wenn wir das erforschen, können wir Bodengitter bauen. Genau, das habe ich irgendwo schon gesehen gehabt. Und deswegen würde ich gerne die Bodengitter hier mit reinbauen, sodass wir die Möglichkeit haben, das alles abzuernten. Aber dafür brauchen wir dann wahrscheinlich auch jede Menge Möglichkeiten aus der Werkstatt selber. Wir bauen jetzt erstmal die restlichen Räumlichkeiten auf, kümmern uns dann um das Gold und zusätzlich auch um Bösartigkeit. Die Bösartigkeit kann natürlich nur kommen, wenn wir uns dementsprechend auch Mühe geben. Und oben schon so ein bisschen was erobern. Das wird wichtig sein. So, die ersten Hühner können schon mal entstehen, sodass wir die Leute füttern können. Das ist ganz gut. Außerdem werden wir hier jetzt auch gleich schon mal die Werkstatt mit hinsetzen. Wo ist sie? Da. Sodass wir dann Fallen und Türen schon mal errichten dürfen. Das wäre auch praktisch. Und wir werden hier jetzt dafür sorgen, dass noch ein Raum für Mana mit hinkommt. Bösartigkeit kann hier gelagert werden und wird auch hier gelagert. Machen wir bloß noch ein bisschen größer, dass wir dann auch ein bisschen Platz haben. Und hier oben werden wir wahrscheinlich die Räumlichkeiten ein bisschen zuziehen. Ich kann es gar nicht leiden, dass ich hier die Dunkelelfen göre und ihr Viechzeug herumtreiben. Räumt mal damit auf, Jungs! Zeigt ihnen, was eine Hacke ist! Nein, das ist nicht wörtlich gemeint, ihr Doofnasen! So, der Rest wird noch gerade aufgebaut und dementsprechend auch ein paar Hütten, sodass die Leute dann dort schlafen können. Außerdem müssen wir dafür sorgen, noch mehr Kreaturen zu haben, allein schon, weil ich keinen Bock habe, dass wir gleich überrannt werden. Ich weiß ja nicht, von wo aus sie kommen. Sie kommen jetzt gerade von Norden aus, sind unterwegs zu uns und zu unserem doch sehr stürmischen Gebiet, so wie es aussieht. Ach, da ist noch ein extra Eingang, okay. Da auch. Es gibt drei Eingänge
Muss ja vorsichtig sein, dass die nicht von anderen Seiten kommen, wa? Da sind sie unterwegs, die Bösewichte. Oi, Zeit für mein Ass im Ärmel! Meine glorreichen Halunken! Ich meine Zwerge! Los, Jungs! Macht diesen Dungeon platt! Einige sporenstiefeltragende Zwerge tauchten plötzlich auf. Ach, so eine zusätzliche Kampagne bietet immer so viel neues, verrücktes Zeug. So, diejenigen, die kaputt sind, werden gleich geheilt. Vorwärts, Gringos! Setzt eure schwarzen Cowboy-Hüte auf und zeigt diesen Zwergen, was ein wahrer Schurke ist. Ballern, schießen, meucheln, vernichten! Haha! Ich glaube, da wurde jemand vergiftet. Das ist nicht ganz so nice. Die prügeln sich gerade gegenseitig. Da war jemand bei, der Probleme gemacht hat. Aber es gibt Stufenanstiege. Das ist schon mal sehr gut. Das sieht hervorragend aus. Wir kriegen uns auf jeden Fall gut verteidigt, haben auf jeden Fall auch ein paar Punkte schon in unserem Stufenanstieg erlangt. Da ist schon wieder so ein komischer Baum, der uns vergiften will. Ja, es ist gut so, dass wir unaufhaltbar sind. Ich muss auf jeden Fall für mehr sorgen, insbesondere mehr Gold. Das bedeutet, wir werden hier oben jetzt anfangen, diese Fallen hinzubauen, sprich diese Gitter, sodass wir dann hier... Kann ich nicht irgendwie langziehen oder so? Die Möglichkeit haben, auch lang zu wandeln und das ganze Gold mitzunehmen. Das brückenbauende Böse hatte ein Bodengitter im Dungeon errichtet. Lava und Wasser konnten seinen darauf herumlaufenden Kreaturen nichts mehr anhaben. Das ist schön. Noch schöner wäre es, wenn ich hier alles mitnehmen könnte. Okay. Zumindest gehört das ganze Gold jetzt uns. Das ist schon mal sehr praktisch. Dann werden wir Dinge zuschütten, und zwar hier. Und packen dort dann auch noch eine Schatzkammer mit hin. Und hier weiß ich noch nicht, was ich hinpacke. Das dauert noch ein bisschen. Soweit bin ich noch nicht. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie wir weitermachen. Bei dir brauche ich jetzt erstmal einen Bauomat, der uns noch mehr Werkzeuge verschafft, beziehungsweise Werkzeugkisten. Das wird auch wichtig sein. Und hier können wir jetzt ganz in Ruhe das Gold abernten, ohne dass es irgendwelche Probleme gibt. Und die Schnodderlinge können ganz normal weitermachen. Viel Spaß. Währenddessen forschen wir auch weiter. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr von der Horde oder für die Horde, sodass wir schon mal Stufe 2 sind. Das heißt, die sind dann auch kräftiger. Noch kräftiger wären sie auf Stufe 2 hier. Aber dafür brauchen wir langsam Bösartigkeit. Das heißt, wir müssen an die Oberfläche. Und Gold haben wir auch nicht mehr. Also gehen wir jetzt nach oben, kämpfen ein bisschen. Und bis dahin wird auch wieder neues Gold entstehen. Das will ich nicht erforschen. Mehr Schnodderlinge. Nochmal plus 3, dann können die noch mehr arbeiten. Und wir gehen nach oben. Wo sind meine Leute? Da, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der Einzige, der tatsächlich schon ein... Das liebende Böse hatte seine Kreaturen in einen Sandsturm geschickt. Ja. Ihre Sichtweite reichte dort ungefähr bis zu ihrer nicht ausgestreckten Hand. Das ist nicht schlimm. Hauptsache die Leute, die können hier vernichtet werden. Offensichtlich gibt es auch Heiler, die die Leute hier andauernd hochheilen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Noch geht's unseren gut. Das Schöne ist, dass wir auch Heiler dabei haben, die unsere ganzen Orks hier hochheilen können. Ich muss auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir ein paar Spots erobern, mit denen wir Bösartigkeit bekommen können. Upsala. Du haust mal bitte ab. Howdy, Partner. Schön, dich zu sehen. Hi. Mein Name ist Brynny the Kid. Total ehrbare Händlerin von Beruf. Spürst du diesen totally nasty Sandsturm? Nein. Ich könnte dir da behilflich sein. Du erinnerst mich verdammt an eine verrückte Zwergenkönigin, die mehrmals versucht hat, mich umzubringen. Ah, das ist meine Zwillingsschwester. Ich bin mehr so der Typ zwielichtige Händlerin. Meine Schwester ist aber vorhin hier vorbeigekommen mit ihrem Zug Richtung Westen in das Tal des Todes. Unschöne Gegend. Aber mit meinem Fredwarf-Pack machen die Sandstürme deinen Kreaturen nichts aus. Gib mir einfach ein paar von diesen Gurus, dann kommen wir ins Geschäft. Lieferung für Brynny the Kid. Nutzt dies, um die nötigen Güter an Brynny the Kid zu schicken. Geliefert haben wir bisher 14 von 22 Gurus. Brauchen wir aber noch mehr.
Ja, wir sind ziemlich aufgeschmissen aktuell. Mit diesem ollen Sandsturm. 15 haben wir schon geliefert. Und wir müssen noch wesentlich mehr Punkte machen. Also wir sind ja auch, was das Level angeht, nicht wirklich weitergekommen. Die heilen sich nochmal gegenseitig hoch. Das ist okay. Und ich gucke mal, was wir noch weiteres erforschen können. Also ich nehme auf jeden Fall schon mal das hier mit rein, sodass wir mehr Gold lagern können. Laufen unsere Schnodderlinge nicht die ganze Zeit durch die Gegend. Oh, erstmal den Flammenwerfer-Typi hier wegmachen. Dankeschön. Oh, endlich ein Stufenanstieg. Jetzt machen wir wenigstens ein bisschen mehr Schaden. Das ist aber sehr gut. Ich meine, sicherlich, ich könnte euch auch noch aufstufen, aber dafür brauche ich die Bösartigkeit und die müssen wir erst erlangen. Und das kriegen wir nur hin, wenn wir wirklich alle kaputt machen und dann auch das ein oder andere erobern. Hier sitzen sie irgendwo oben auf einem Turm. Das ist auch interessant, okay. Ah, den Turm müssen wir fällen. Auch noch. Aber okay. Vielleicht kommen sie dann wenigstens nicht mehr von hier hinten. Das wäre noch praktischer. Und Talia ist schon Stufe 3. Wir könnten sie doch auch irgendwie aufstufen. Oder war das im vorherigen Teil? Es ist zu lange her. Ich glaube, die hat bloß ihre Level-Ups gemacht, wenn sie irgendwelche Leute hier verprügelt hat. Aber man kann ja nie wissen. Lieber gucken, als nachher irgendwas verpassen. Bisschen mehr Gold haben wir auch schon und wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr Bösartigkeit bekommen, dann können wir auch endlich wieder weiter forschen und darauf kommt es mir an. Sehr gut gemacht. Jetzt haut das Ding weg und wir kümmern uns darum, die nächsten Kreaturen zu erhalten. Ich würde gerne die Dämonen so langsam mal reinholen und dementsprechend auch den Vortex ausbauen, sowie die Imps reinholen. Die können unten nämlich schon aufpassen. Toll, ich brauche mal einen Zauber. Zum Dungeon-Herz. Feinde sind im Dungeon. Jo. Auf nach Hause. Die müssen wir erstmal wegmachen, sonst haben wir ein Problem. Die liefern schon mal. Diese Gurus sehen aber verdammt lecker aus. Wenn ich mir da jetzt noch ein bisschen klone. Aber das muss dich nicht interessieren. Hier hast du diesen Fredwolf-Pack wie versprochen. Viel Spaß damit. Adios, compadres. Bis zum nächsten Mal. Ich habe das Gefühl, dass ich nur die Hälfte verstanden habe. Aber dieser Fremen, ich meine, Fredwolf-Pack hört sich super an. Wenn er denn wirkt. Aber wozu hat man denn eine Armee? Haha! Los, Kreaturen. Stöpsel in die Nase stecken und ab in die Wüste mit euch. Böse Taten, Kreaturen abfangen. Dafür würden wir auf jeden Fall mehr Bösartigkeit bekommen. Das wäre praktisch. Aber dafür müssen wir auch erstmal wieder an die Oberfläche gehen. Die Frage ist auch, wie wir das Pack benutzen können. Und unten passen jetzt offensichtlich die Geister der Toten auf. Ne, das ist ja sehr praktisch. Und das, obwohl ich noch nicht mal irgendwie dafür gesorgt habe, dass die Untoten hier irgendwas machen können. Meine Lieben, ihr könnt erstmal was essen gehen. Ihr habt auch Hunger, ihr habt Guru-Zeichen mit drin. Das bedeutet, ihr wollt jetzt auch erstmal was essen. Und ich glaube, ich verzichte darauf, hier irgendetwas zu machen, weil ich dort eh so schnell nicht hinkomme. Ah, die bauen den Turm wieder auf. Aber kommen denn auch wieder neue Leute nach? Ich probiere mal, die abzufangen. Aber das Ding hier abzureißen, den Bahnhof abzureißen, das dauert ja ewig. Das ist ja furchtbar. So, was erforschen wir als nächstes? Wir könnten das noch auf die nächste Stufe bringen. Euch auch, weil wir dafür nur Gold benötigen. Das ist gut. Bösartigkeit haben wir nur wenig. Aber immerhin können wir den Heilstrahl um 2 Meter erhöhen. Berserkerwut ab Stufe 2. Was nehme ich denn da jetzt mit dazu? Ich nehme erstmal die Succubi. Dass wir wenigstens dann auch weitere Kreaturen haben, die wir beschwören können. Aber wenn unten jetzt die Geister aufpassen, brauchen wir gar nicht mehr so viel machen. Das ist auch sehr schön. Die kommen also an den Bahnhöfen an. Sehr interessant. Ja,
Hatte allerdings keine Ahnung, wo die Patrouille sein soll. Ach, die kommt jetzt erst. Umso besser, die fangen wir ab. Dann holen wir uns, sichern wir uns Bösartigkeit, um das hinzubekommen. Das Gute ist, dass es kein Zeitlimit gibt. Das heißt, wir können uns da ganz in Ruhe drum kümmern. Zahltag. Juhu. Bald hoffentlich ein Level up. Vor allem aber Bösartigkeit. So, jetzt versucht noch weiter den Bahnhof kaputt zu machen, bis der Trupp kommt. Der braucht aber lange. Erobert den alten Minenschacht. 150 Bösartigkeit. Wir gehen erstmal weiter nach oben. Und kümmern uns um die Priesterin, weil die natürlich am bösesten ist. Die heilt die Leute hoch. Super gemacht. Talia, du bist die Beste. Unsere Leute sehen aber auch nicht mehr ganz so fit aus. Am liebsten würde ich ja jetzt schon einen Teil haben, mit dem ich das ein oder andere verbessern kann. Aber das ist leider noch nicht drin. Sprich, womit ich die Leute wieder leben lassen kann. Das wäre toll. Endlich. Stufenaufstieg auf Stufe 3. Das hilft sehr. Wenn wir jetzt noch mehr Bösartigkeit hätten, aber da kriegen wir nicht viel. Ich kann nur dafür sorgen, jetzt mit der erfolgreich abgefangenen Patrouille noch eine Forschung durchzuführen. Eine Aufgabe wurde abgeschlossen. Super. Dann können wir uns jetzt in Ruhe um den Bahnhof kümmern. Und in der Zeit können wir hier unten weiter bauen. Das bedeutet, wir brauchen... Was ist das eigentlich? Ein Edelstein. Bringt mehr Geld, offensichtlich. Wir können jetzt in der Forschung dafür sorgen, dass wir stärkere Horde-Kreaturen bekommen. Und wir könnten auch endlich die Brauerei fertig machen, die allerdings noch mehr Bösartigkeit benötigt. Dann bringe ich euch erstmal jeweils auf Stufe 2. Die Imps können auch gerne auf Stufe 2 bleiben, sind aber nicht so wichtig. Und die Schnodderlinge haben jetzt mehr Geschwindigkeit. So, weiter. Oh, ich habe gar keinen Kaffee hier. Das geht nicht. Wenigstens habt ihr jetzt schon mal ein bisschen mehr Angriff, damit ihr auch vorwärts kommt. Wird ein Ork mit aktiver Berserkerwut geheilt, erhöht sich die Rüstung des Orks zeitweise um 50%. Stufe 3, der Heilstrahl der Naga wirkt auf Orks um 25% erhöht. Das heißt, das wäre eigentlich nicht schlecht. Ich muss auch unbedingt mehr Leute haben, die mit mir durch die Gegend ziehen. Und ich weiß nicht, was ich jetzt mit diesen Zwergen hier machen soll, aber ist okay. Wir ziehen das hier übrigens noch zu. Stellen hier jetzt irgendwas für Mana mit hin. Denn ich will ja auch meine Imps noch irgendwann haben. Obwohl, das kann ich jetzt auch hier noch mit hinsetzen. Kommt hier die Imp-Höhle. Obwohl, ich weiß nicht, was da hinten auf uns lauert. Oh, es ist so fies manchmal, dass man nicht weiß, wo man hin soll. Bauen wir erstmal hier alles mit hin, sodass die dann auch entstehen können. Ihr habt es fast geschafft. Der erste Bahnhof ist bald down. So, ein Vortex ist entstanden. Ich werde das Ganze nochmal vergrößern um eine Riege. Vielleicht entsteht noch ein zweiter Vortex. In eurem Dungeon. Ja, ist nicht schlimm. Wir haben Leute, die uns beschützen. Okay, nicht ganz so starke Leute, so wie es aussieht. Weil die doch eigentlich nicht schlecht sind, wenn die hier ordentlich durchballern, dann geht richtig die Post ab, sehe ich gerade. Gott, wenn wir gegen solche Zwerge kämpfen müssen, na dann Prost Mahlzeit. Bösartigkeit nehme ich mit. Kreaturen ist gestorben. Ja, einer der Geister, aber das ist ja okay.
Der Bahnhof gehört schon mal uns, das ist gut. Und wir haben wieder 725 Bösartigkeit, können diese wieder nutzen, um etwas zu erforschen. Und wir holen uns die Brauerei und stellen dann den Mana-Zauber her. Arcanium. Genau, da wurde, glaube ich, Mana produziert im Arcanium. Zauber können wir auch schon mal mit dazu holen. Und ansonsten bringen wir jetzt den Dungeon noch auf Stufe 4. Und dann ist gut. Jetzt brauche ich noch eine Mana-Halle. Hier mache ich es erstmal größer. Dann können gleich mehrere Dämonen auf einmal versorgt werden und wiederbelebt werden. Und wo kommt die Mana-Halle hin? Die kann hier hinterstehen und dann ist gut. So, und wir gehen weiter. Auf geht's. Ich hoffe, ihr habt noch keinen Hunger und streikt. Ansonsten haben wir irgendwann ein Problem. Bringt Talia durch die Wüste auf die andere Seite. Sollte eigentlich kein Problem darstellen, aber ich möchte ja auch die Achievements, sprich die Errungenschaften, erreichen. Das bedeutet, wir wollen dafür sorgen, dass wir auch wirklich alle Bahnhöfe vernichten, so wie es von uns verlangt wird. Hier wurden Palisaden aufgebaut, dass wir gar nicht so gut durchkommen. Lange werden die nicht halten. So, kümmert euch um die Leute. Ihr seid mächtig genug, um das zu tun. Mächtig, schmächtig. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir durch den Bahnhof auch permanent dann Bösartigkeit geliefert. Das wäre noch besser. Gut gemacht. Die andere Palisade müsst ihr euch nicht kümmern. Wir kümmern uns nur um das Zelt, sodass dann hier auch wirklich Ruhe herrscht. Und hier auch keine Monster mehr herkommen. Ich brauche unbedingt mehr Power und mehr Leute, die mit mir oben unterwegs sind. So, und hier bauen wir die Mana-Halle, das Arcanium, mit dem Mana-Schrein. Genau. Machen wir gleich zwei Stück, dann können die da den ganzen Tag Mana produzieren. Und wir kümmern uns nur noch um eine Brauerei. Die kann dann hier unten stehen. Gut gemacht, Leute. Ihr seid wunderbar. Das hat auf jeden Fall sehr viel gebracht. Ja, dann macht diese olle Palisade weg, damit wir da jederzeit durchkommen, falls doch nochmal irgendwas wieder resettet wird. Und ich sehe gerade, wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten, werden wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile unterwegs sein. Da hat sich ein Einhorn ergeben. Okay, gehen wir natürlich auch noch hin und mir rutschen so langsam die Hörner vom Kopf. Also werden wir an dieser Stelle ein kleines Päuschen einlegen, sehen uns im nächsten Part wieder und versuchen dann natürlich noch mehr zu erobern. Vielen lieben Dank fürs Ansehen und bis gleich hier bei Dungeons 4, The Good, The Bad, The Evil. Lasst gern das nächste Video da, aktiviert den Like und schaut euch den Abo-Button an. War richtig, ne? Nein. Oh.